So, ja, jetzt mal von drinne. Meine Frau hat heute mir die Gardinen fertig gemacht und das will ich euch denn doch auch gerne mal zeigen und wie ich mich sonst so eingerichtet habe. Ein bisschen kommt noch dazu. Man kann schon sehen hier, Verdunklungsgardinen. Und das macht echt Duster. Ja, meine Klamottenecke habe ich auch schon ein bisschen eingerichtet mit wetterfestem Zeug. Haken sind inzwischen auch dran. Der Spaten für den speziellen Zweck liegt natürlich auch da. Und die Sicherheit habe ich auch gedacht. Verbandskasten gehört damit zu. So, und mein Schrank, ja, der ist im Moment noch als Bauschrank. Da sind noch Werkzeuge, Schrauben und was weiß ich drin. Ja, aber so langsam wird das hier drin. Sitzplatz für 4 Personen, Schlafplatz für 2 Personen auf diesem engen Raum, finde ich schon klasse. Und genug Staufläche, eben auch unter dem Tisch dann noch die Box. Ich habe noch eine Werkzeugkiste hier mit reingepackt. Also so langsam wird das komplett. Und der Gemütlichkeit wegen habe ich hier noch eine kleine Petroleumlampe hingehangen. Macht ein bisschen Licht. Sehr gemütlich finde ich das. Ja, da oben die Ablage eben für natürlich eine Straßenkarte. Was sonst? Und da habe ich dann auch so meine Cormac-Prospekte in Original, die ich dann gerne bei Ausstellungen auch raushänge. Ja, und naja, in diese Ecken, da werde ich noch irgendwie was reinbauen. Irgendwie noch ein bisschen Ablagefläche. So, und dann denke ich mal, will ich es ausprobieren. Diese Woche ist nun natürlich Mist mit dem Wetter, aber jo, nächste Woche geht's los.